Es geht rein in den Urlaub. Schönen guten Tag, YouTube. Willkommen zu einer neuen Folge Jutke Dizzy mit der Jury zu meiner linken Seite und mir, Jutke Dizzy, auf der rechten Seite. Es wurde für Sie mal wieder ein fantastisches Potpourri vorbereitet und ein, zwei Dinge vielleicht mal vorweg und ein kleiner Disclaimer. In den letzten Folgen kamen so ein, zwei Fragen auf, wie zum Beispiel, Mensch, Herr Jutke, wo kommen denn eigentlich hier diese ganzen Fälle her, die Sie ständig bearbeiten? Können wir sie für Sie einsenden? Also vorweg möchte ich sagen, in meiner Freizeit, unabhängig von diesem Format, bearbeite ich keine, und ich wiederhole, keine Fälle bei LFM. Ich bin dort kein Stuart. Diese Fälle, die Sie hier sehen, wird mit der Rico und Stuarts gemeinsam ausgewertet und bearbeitet und vorher ein Urteil gesprochen. Das heißt, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern wurde zwischen 8 Augen gesichtet, darüber gesprochen und das ausgewertet. Und da wir jetzt diese Fragen geklärt haben, können wir in den ersten Fall schon mal rein. Heute wird es für Sie, wie soll ich sagen, sehr interessant. Es ist wieder alles dabei, von bis. Und das Erste, was wir haben, ist, was sehr, sehr selten ist. Wir sind in Südafrika. Es ist einfach arschwarm. So warm, dass das theoretisch, wenn Sie Ihren biologischen Abfall wegbringen wollen, Ihnen das theoretisch hinten aus dem Hintern rausläuft und Sie eine Dusche haben, wenn Sie verstehen, wie ich meine. Und in diesem Sinne bewegen wir uns mal auf die Strecke und schauen mal, was da passiert ist. Ich muss gleich mal dazu sagen, wir befinden uns hier mal wieder in dem Bereich der anfängerlustigen Fahrer, möchte ich mal sagen. Und folgendes spielt sich nun ab auf Kialami im Regen. Stellen Sie sich mal vor, Kialami im Regen. Wann haben Sie das letzte Mal in Ihrem Leben gesehen? Also bei mir ist schon wirklich lange her. Schieß ab den Flummi. Wir warten. Lexus, was für ein Auto. Oh. Okay. Warte mal, da ist niemand dahinter, oder? Nee. Ei, Karamba, da war die Taucherbrille, aber... Oh, da kann man sich ja gar nicht so sicher sein, ob das jetzt, also ich würde da jetzt erstmal grob, ich würde da nicht mal, also ich würde ganz ehrlich sein, ich würde da nicht mal eine Divebomb sehen. Gucken wir mal rein. Ich würde, glaube ich, jetzt so weit gehen und sagen, da hat jemand den Trockenbremspunkt genommen. Am Ende ist es causing a collision, da müssen wir nicht drüber reden. Da würde ich sagen, hat sich jemand dezent, aber wirklich ganz dezent verbremst in der Kurve. Aber, muss ich ganz ehrlich sagen, kann alles mal passieren. Kann alles mal passieren, dass man solche Sachen macht und da reingeht. Es ist causing a collision, wir sind nicht in der ersten Runde, wir sind in der, so wie es aussieht, in der 8. Runde. Das heißt, das wird eine 0-6 sein. Causing a collision. Ist nicht schön, kann aber passieren. Muss man ja immer dazu sagen. So, dann werden wir das hier mal eintragen. Causing a collision, Abfahrt und rein in die Akten damit. Oh, oh, meine Damen und Herren. Da kommt ja was auf Sie zu im nächsten Fall. Heidewitzka. Schnallen Sie sich schon mal an. Schnallen Sie sich schon mal an, meine Damen und Herren. Den Gesetzestext oder den Angeklagtentext, den lese ich jetzt mal nicht vor. Da verzichten wir mal drauf. Da standen nicht so nette Worte drin. Causing a mass crash in Lap 1. Meine Damen und Herren. Boah. Warten Sie kurz, meine Damen und Herren, ich muss hier was kontrollieren. Geben Sie mir einen Moment, das wird auf jeden Fall, es lohnt sich zu warten. Sie können sich schon mal auf eine unglaublich schöne Beschreibung zu diesem Fall freuen. Ich möchte hier an dieser Stelle mal jemanden zitieren. In der Eifel, da gibt es alles. Schnee, Regen, Trocken und man soll sich als Rennfahrer nicht so haben. Nur die Harten kommen in den Garten. An dieser Stelle würde ich sagen, gab es hier einen Harten und der wollte definitiv in den Garten. Denn
es ist Runde 1. Wir haben gerade mal Turn 1 passiert. Es regnet. Und wir fahren side by side Rouge hoch. Und Lupfen ist für Anfänger an der Stelle. Das Endergebnis dieser Tat ist das folgende. Schauen Sie selbst. Schauen Sie selbst, meine Damen und Herren. Also ich würde sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher, aber es könnten eventuell genug Menschen involviert gewesen sein, dass das ein Massencrash ist. Ich lasse das mal nochmal laufen. Lass es nicht mehr durch den Kopf gehen hier an der Stelle. Wenn man einen Führerschein macht, wird einem ja gesagt, dass man sich den Bedingungen anpassen sollte. Das gilt auch im Simracing. Wenn es regnet, gibt es unterschiedliche Typen von Fahrern. Es gibt Fahrer, die können super gut fahren im Regen und können damit sehr gut umgehen. Es kann aber auch sein, dass es Fahrer gibt, die damit nicht so gut umgehen können und vielleicht ein bisschen langsamer fahren, als man selber fährt. Und das ist die Schwierigkeit, im Regen zu fahren, darauf zu achten. Weil der Mustang, der jetzt hinterhergefahren ist, der hat da definitiv nicht drauf geachtet. Der hat ein bisschen spät auf die Bremse gedrückt. Man könnte jetzt sagen, man hat durch die Gischt nichts gesehen, aber man hat es ja wirklich sehr deutlich auch gesehen, dass er ist ja schnell rangekommen und die Reaktion, also das Bremsen, kam doch etwas arg spät. Aufgrund der Tatsache, dass das jetzt hier natürlich Runde 1 Massencrash ist, gibt es hier jetzt einen gelben Schein. Das ist Urlaub für 3 Tage. Also falls Sie da draußen mal unter diesen Bedingungen fahren sollten und sind neu im Regengeschäft beziehungsweise im Racing generell, langsamer ist manchmal schneller. Und das, es gibt wirklich kaum einen Sport, bei dem das so gut passt wie beim Racen. Slow in, fast out. Weil hätte er ein bisschen gelupft, dann hätte er A, nicht so viele Plätze verloren, hätte ihn vielleicht auf der Außenbahn überholen können oder auf der linken Bahn. Man muss nicht immer auf Biegen und Brechen. Und nein, nicht in Turn 1 und nein, auch nicht auf Runde 1 werden hier die Rennen entschieden. Das hier sind 3 Tage Pause, meine Damen und Herren. So schnell haben wir schon lange nicht mehr den Hammer geschwungen. Es geht rein in den Urlaub. 3 Tage. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, ei, ei, oh, mm. Die Überschrift lautet, wir kuscheln zusammen bis in die Unendlichkeit. Wir sind erst eins, wenn ich in dir drin bin. Aha! Okay! Und wir gehen rein. Schauen wir uns das doch mal an. Da war das Stupsenäschen aber drinne. Das hat. Oh, der rote wäre auch noch fast reingefahren. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz was schauen. Für die Akten. Wer da jetzt genau wen? Ich frage mich gerade. Also bei LFM ist es ja so, meine Damen und Herren. Man kann eine Strafe annehmen und sagen: Yo, ist okay, habe ich gemacht. Und dann gibt es ja die Möglichkeit zu sagen: Nö, habe ich nicht gemacht. Und dann muss ich das ja jemand angucken. So, jetzt frage ich mich an der Stelle. Wieso nimmt man die Strafe nicht an? Also gucken wir uns das jetzt nochmal genau an. So, du kommst also auf die Idee, da reinzugehen, wo keine Lücke ist, okay? Also da ist er nur wirklich, also da passt, er passt da ja nicht rein. Ich meine, der andere hat die Kurve jetzt sehr weit außen angenommen. Er würde ja jetzt so Richtung Apex würde er fahren, so ungefähr. Wo möchte denn der McLaren dahin? Da ist kein Platz.
Da ist keine Lücke. Also, wenn man jetzt die Augen zumacht und er noch weiter links fährt, um da reinzukommen, okay, vielleicht, aber der Ferrari, der fährt ja auch um die Kurve. Also, das wird ja für den McLaren immer enger an der Stelle. So, also, ich meine, es ist ein netter Versuch, aber hier passt ja Kevin, also hier hätte nur Kevin Estre reingepasst, weil der noch wieder mit den linken Reifen auf dem Rasen gefahren wäre an der Stelle. Ergo, würde ich mal jetzt sagen, das war jetzt nicht unbedingt da die richtige Entscheidung, das zu machen und da reinzugehen. So, jetzt frage ich mich auch, wieso der McLaren zum Beispiel diese Strafe nicht einfach annimmt und sagt, jo, habe ich gemacht. So, weil es ist ja offensichtlich, dass er da reingegangen ist, obwohl er da hätte nicht reingehen sollen. Was übrigens passieren kann. Also es ist halt immer Racing, darf man nicht vergessen. Ne? Wenn man nichts versucht, dann endet man wie dieser HC Dizzy auf der Rennstrecke, der mittlerweile wie ein Opa fährt. Aber hier, also für die Leute da draußen, was halt ein bisschen schlauer gewesen wäre, also was wirklich schlauer gewesen wäre, er hat ja mehr Speed, hätte nach außen gehen können, ne, also nach hier gehen können, dahin lenken und hätte ja mehr Geschwindigkeit gehabt und dann wäre er in der nächsten Kurve wieder auf der Innenbahn gewesen. Diese, also hier die Position, würde ich mal behaupten, hat ihm jetzt nicht wirklich sehr viel gebracht. Ich würde nicht sagen, dass hier irgendwer irgendwas suggeriert. Der Ferrari fährt halt keine Ideallinie an der Stelle. Also da müssen wir uns nicht drüber streiten, dass man da jetzt reingeht und das versucht, sage ich ja, es ist Racing, man will ja nach vorne. Aber mit dem Überschuss wäre Außenbahn definitiv besser gewesen an der Stelle. Gut, ist jetzt Causing a Collision, macht eine 0-6 an der Stelle. Man muss ja auch immer Fehler machen, damit man auf lange Sicht besser wird. Und dieser Fehler kostet jetzt 0,6 Safety Rating. Und ab den Flummi. Und dann haben wir noch mal eine weitere schöne Akte für den heutigen Tag. Ich mag ja schon den Text, ich zitiere aus der Akte, einfach nur aggressiv hineingestochen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das kann ja was werden. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Okay, der Porsche ist laut. Ohne das jemals gesehen zu haben, meine Damen und Herren, warten Sie darauf. Jetzt kommen meine Fähigkeiten, in die Zukunft zu gucken. Ich mache die Augen zu. Gleich kommt links ein Auto. Und da war's. Da ist es. man kennt ihn. Schauen wir uns das Ganze doch nochmal genau an. Gucken wir uns das nochmal von oben an. Gut, da wird es wieder so, also da könnte man sich bestimmt wieder stundenlang drüber streiten. Das ist übrigens ein sehr typischer Fall für Kialami. Also ist er wirklich. Das ist, was hier gerade passiert, ist sehr gängig und üblich. Jetzt mal aus dem Bauch raus gesagt, fährt der Porsche, steht jetzt schon, sind wir auf dem Porsche drauf? Ja, der Porsche steht schon relativ früh auf der Bremse, um die Kurve zu kriegen. Lenkt aber völlig normal ein. Und der kann sich ja jetzt nicht mehr wegbeamen. Ne, wo soll er jetzt hin? So, und der Lamborghini, also er wäre da schon irgendwie um die Kurve gekommen, ohne die Hilfe von dem Porsche. Aber das ist natürlich sehr übertrieben, das Ganze. Also das Manöver hätte man sich im Grunde genommen auch sparen können. Das kann funktionieren und das sieht man auch häufiger, dass das funktioniert. Das würde aber auch bedeuten, dass der Porsche jetzt rechts lenkt und den durchlässt. Und da der jetzt schon so weit drin ist, also jetzt nochmal rüberziehen, wäre, glaube ich, weniger schlau an der Stelle. Ein bisschen hilft der Porsche, ihm auch rumzukommen.
aber ist natürlich auch völlig unnötig. Also das ist wirklich maximal unnötig, dass da reingehalten wird. Wenn wir uns das jetzt nochmal aus der Perspektive des Lamborghinis angucken. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass der Porsche zu spät gebremst hat. Nicht wirklich. Oder zu früh. Aber auch hier an der Stelle, weil wir wollen ja auch ein bisschen was lernen aus den Folgen hier. Auch hier an der Stelle wäre es für den Lamborghini schlauer gewesen, nach rechts zu fahren, ein bisschen zu lupfen, hinterher zu rollen und auf dem perfekten Exit zu pokern, um dann aus der Kurve rauszukommen, um dann eventuell auf der langen Geraden bzw. der langen Kurve vorbeizugehen. So, weil hätte er sich jetzt rechts dahinter gesetzt, dann wäre das jetzt hier nicht zwingend passiert. Also ich würde weniger auf das Überholen in den Kurven pokern, sondern einfach auf einen besseren Exit, um dann mehr Geschwindigkeit auf der langen Geraden zu haben, um dann daran vorbeizugehen. Weil sowas hier ist immer tricky und du musst immer hoffen, dass der Nebenmann mit dir auch mitspielt. Also gerade bei Menschen, sag ich mal, die mit Simracing beginnen, ne, und gerade so reingehen, wäre es vielleicht nicht ganz so clever, solche Manöver zu fahren. Weil ihr wollt ja auch am Ende euer Risiko minimieren auf der Rennstrecke. Und da würde ich auch jedem ans Herz legen, ein safes Überholmanöver zu machen, als so ein Überholmanöver zu machen. Aber, und das muss man jetzt dazu auch sagen, logischerweise passiert das häufiger, nicht immer mit derselben Person. Aber jeder muss sich ja irgendwann mal ausprobieren und auf der Rennstrecke mal einen Fehler machen. Hauptsache, man lernt da nachher was draus. So, das ist aber trotzdem causing a collision für den Lamborghini. Und der kriegt dann auch einen Schlag auf die Finger mit 0,6 Safety Rating, die dort abgezogen werden. Und damit schließen wir heute auch wieder diese Folge. Ich hoffe, Sie haben da draußen was gelernt und was mitgenommen. Dankeschön, dass Sie Ihre Zeit mit mir geteilt haben da draußen. Bis zur nächsten Folge oder zum nächsten Video. Tschüss.